Hallo, ein Student hat mir folgendes Bildschirmfoto geschickt und eine Frage dazu gestellt. Ich habe eine Frage zu MATLAB. Warum ist das so? Warum kommt, wenn man Cosinus 90 Grad rechnet, wo ja eigentlich 0 bei rauskommen sollte, warum kommt da minus 0,44 raus? Und wenn man Cosinus von Pi halbe rechnet, was ja 90 Grad im Bogenmaß sind, warum kommt da dann 6, irgendwas mal 10 hoch minus 17, also nahe 0 raus? Und liefert auch gleich eine Erklärung mit, ist das so, weil die Kreiszahl Pi einen unendlichen Wert hat? Vielen Dank für die Zeit. Die Zeit werde ich mir nehmen, das mal kurz zu erklären. Hier sind noch ein paar weitere Beispiele in diesem Bildschirmfoto hier. Cosinus von 0 ergibt 1, das passt ja. Cosinus von 180 Grad sollte eigentlich minus 1 ergeben. Cosinus von Pi, 180 Grad im Bogenmaß, das ergibt minus 1. So, also diese Erklärung, dass das eventuell irgendwie daran liegen könnte, dass Pi eine unendliche Zahl ist, also Pi ist ein unendlich nicht periodischer Dezimalbruch, eine transzendente Zahl. Ja, könnte eine Erklärung sein, aber das Programm, in dem das hier gerechnet wurde, in MATLAB ist natürlich ein Numerikprogramm, da kann man so eine unendlich nicht periodische Zahl natürlich nur mit endlicher Genauigkeit speichern. Deswegen kommt hier vielleicht auch nicht genau 0 raus, sondern 6, irgendwas. Naja, die Lösung liegt einfach darin, dass diese Winkelfunktion Cosinus hier eben immer den Winkel im Bogenmaß erwartet. Also wenn wir das mal ausprobieren, Cosinus von 0 Grad, da sollte 1 rauskommen, kommt auch 1 raus. Und 0 Grad im Bogenmaß ist natürlich das gleiche wie 0 im Gradmaß. Jetzt 90 Grad im Gradmaß sind Pi halbe im Bogenmaß, da sollte jetzt 0 rauskommen oder eben was ziemlich nah 0. Das passiert auch. 10 hoch minus 17. EPS ist die Genauigkeit, mit der MATLAB rechnet. Da sieht man, das ist kleiner als die Genauigkeit. Und dann Cosinus von Pi, da sollte, wie man schon eben gesehen hat, minus 1 rauskommen und da kommt auch minus 1 bei raus. So, also diese Cosinus-Funktion, die funktioniert eben im Bogenmaß. Wenn man jetzt Winkel im Gradmaß ausrechnen möchte, dann braucht man die Cosinus-D-Funktion. Das D steht für Degree. Cosinus von 0 Grad oder eben 0 Radiant im Bogenmaß, sollte wieder 1 ergeben, ergibt 1. Jetzt das, was vorher nicht funktioniert hat, Cosinus von 90 Grad sollte 0 ergeben, ergibt ja auch 0. Und der Cosinus von 180 Grad, hier fehlt jetzt noch das D, der sollte minus 1 ergeben, ergibt auch minus 1. Das Ganze ist natürlich auch erklärt auf entsprechenden Hilfeseiten von MATLAB, also die normale Cosinus-Funktion will das Argument im Bogenmaß haben, in Radiant. Diese Cosinus-D-Funktion, die möchte das Argument in Grad haben. Jetzt kann man natürlich auch einfach die Winkel manuell umrechnen. Da gibt es einen schönen Wikipedia-Artikel natürlich zu. Man nutzt einfach, dass 2 Pi Radiant 360 Grad sind oder eben 1 Pi Radiant 180 Grad. Und jetzt kann man das, was wir eben gerade schon mal gemacht haben, natürlich auch so machen, dass ich sage, der Cosinus, ich will den eigentlich von 90 Grad ausrechnen, diese Cosinus-Funktion hier, die will aber Radiant haben, also rechne ich mal Pi durch 180, ne, dann kürzen sich die Grad weg, das Radiant von dem Pi bleibt über, da sollte jetzt 0 rauskommen oder was nahe 0. Funktioniert auch und genauso könnte ich auch den Cosinus von 180 Grad ausrechnen, indem ich den erstmal wieder ins Bogenmaß umrechne, mal Pi durch 180 und dann sollten da minus 1 rauskommen und da kommen auch minus 1 raus. Und natürlich könnte man das auch andersrum machen, wenn ich jetzt den Cosinus von zum Beispiel Pi halbe in Radiant im Bogenmaß ausrechnen will und aber nur so eine Funktion zur Verfügung habe, die den Winkel, das Argument im Gradmaß hat oder haben möchte, bekommen möchte, dann nehme ich halt den Winkel hier im Bogenmaß, rechne ihn mal 180, na, dann kommt die Einheit Grad dazu und rechne durch Pi, dann kürzen sich die Radiant weg, dann sollten da jetzt bei Pi halbe eben 0 rauskommen, da kommen auch 0 raus. Und wenn ich das gleiche nochmal für Pi mache, dann sollten da wieder minus 1 rauskommen und da kommen auch minus 1 raus. So, und das ist jetzt so eine Erklärung dafür, warum eben hier in dem ursprünglichen Beispiel so seltsame Werte rauskamen vielleicht. Naja, ist eigentlich auch klar, ne? Also einmal gebe ich halt den Winkel im Gradmaß an und einmal gebe ich den Winkel im Bogenmaß an. Woher soll jetzt diese Funktion wissen, was für eine Einheit da
hinter dem Winkel hinterhängt, wie ich diesen Winkel meine. Denn 90 und Pi halbe, das ist nun mal ein total unterschiedlicher Zahlenwert, meint aber ja eben den gleichen Winkel. Einmal, weil das im Grad ist und einmal, weil das in der Einheit Radiant ist, im Gradmaß und im Bogenmaß. Und das hat absolut überhaupt gar nichts damit zu tun, dass die Zahl Pi oder dass die Winkel, die man da in Radiant gibt, dass die irgendwie unendlich nicht periodische Dezimalbrüche sind, was also transzendente Zahlen, was halt keine rationalen Zahlen, was dieser kleine Mathe-Joke, dieses kleine Mathe-Meme hier meint. Und einen Kommentar kann ich mir am Ende trotzdem auch nicht verkneifen. Wenn man ein Bildschirmfoto aufnehmen will, gibt es dazu effizientere Methoden, als sein Handy zu nehmen und das auf dem Bildschirm zu halten und den Bildschirm abzufotografieren. Jede Tastatur hat irgendwo so eine Drucktaste oder Printscreen-Taste. Und selbst bei den Mobiltelefonen, das ist ja auch irgendwie der alte Witz, was passiert, wenn man gleichzeitig den Blinker und den Scheibenwischerhebel drückt, ja, dann macht das Auto einen Screenshot. Auch bei Tablets oder Mobiltelefonen gibt es irgendwelche Tastenkombinationen, mit denen man Bildschirmfotos aufnehmen kann, ohne den Bildschirm tatsächlich abzufotografieren.